Hallo liebe Freunde der japanischen Spielekunst und willkommen zu einem neuen Part Muramasa The Demon Blade mit Brinny. Nach der etwas unverhofften Pause, meine Lieben, aber hier sind wir wieder. Es tut mir leid, dass wir ausfallen mussten, aber wir sind frisch und erneuert und am Start und ich weiß nicht, wo wir hin müssen. Und da ist der falsche Knopf und nach links. Es sieht aus, müssen wir nach links. Boah, wir haben über 1000 live, wir sind so mächtig. So mächtig sind wir. Bambus. Bambus, mehr Bambus, immer mehr Bambus. Ich muss nach links, nicht nach unten. Das sagt mir meine schlaue Karte. Schlaue Karte ist schlau und feit. Oh mein Gott, Fasan. What the... Fasan! What the Fasan! Behinderter! Du Dreckstück, komm hier! Komm, ich bin... Na warte, komm her, ich block dich, du behindertes Stück Dreck, du, warte, komm noch rein. Oh, jetzt hab ich dich. Fuck you. Ha, Fasan erlangt. Behinderter. Denkt er kommt raus und kann mich dissen, aber es hat ihn gedisst, ja. Ich hab ihn... Er dachte, er kann mir eine reinhauen, hab ich ihm eine reingehauen. Und seinen Freunden auch. Reissack erlangt. Reissack kochen. Aus Reissack machen wir Reisbällchen. Koch. Yay, wir haben sowas von gekocht. Voll cool. Ja, wir haben ein bisschen angeschlagen. Was heilt denn das Zeug, das ich ausgerüstet habe? Wo sind nochmal die Objekte da? So, die Tigerpille heilt 150. Das ist echt wenig, wenn man es mal so nimmt. Wir haben so viel davon. Ich glaube, ich werfe so eine ein. Wupp. Oh, Wahnsinn. Es ist ein Kampf. Ein Kampf, wollte ich eigentlich sagen. Na gut, das ist halt ein Kampf. Vergeltung. Ja. Ich habe lustig drehende Steinchen, die nichts tun. Aber das mögen wir doch. Lustige Steinchen, die nichts tun, sind... Keine Ahnung. Random? Ein wenig könnte man meinen, oh, 50 Combo, da wird die Schrift sogar rot. Oh, da wird die Schrift so rot. Und wegstecken und weiter. Nee. Omi. Ah, wir gehen zu unserer Omi. Wir gehen Omi besuchen. Hindurch, durch die Barriere. Zack, zing. Was brauche ich denn, um das neue Schwert tragen zu können, wenn ich gerade mal dabei bin? Es ist schon so lange her. Da, wir haben Shishio. Das hier können wir wahrscheinlich nach dem nächsten Level abtragen. Und dich? Oh, dich noch nicht. Ja, okay, cool. So viel dazu. Und wir reisen durch das schöne Japan. Auf nach Omi aus Mino. Nom 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 nom. Reisen. Wie das Steinkrallengebirge bei World of Warcraft. Begib dich über die Kyoto. Oh mein Gott, was sind das für Wörter? Wir müssen ja wir in die Hölle, stimmt. Wir müssen die Hölle, um das Schwert da rauszuholen. Weil ein böser Dämon hat das Lagerhaus mitgenommen oder leergeräumt, in dem das Schwert von Jinkudo war. Und er braucht dieses Schwert hier, um einen stärkeren Körper zu bekommen. Und diese Dämonen hier, diese fliegenden, die können nicht mal. Ich kann das Schwert wechseln, sehe ich gerade. Aha, von wegen, ihr habt keine Chance gegen mich. Okay, waren schon alle? Nein, da ist noch einer. Was nochmal Blitzlicht? Ich vergesse es jedes Mal. Ich glaube auch was nicht so Sinnvolles. Okay, eh vorbei. So viel dazu. Oh, wir steigen gleich auf. Wir haben schon fast das Quader voll. Das Erfahrungsquader. Erfahrungspunkte Balken. Nächstes Mal nicht. Ich meine, es ist ein Balken, aber geht so schön um Ecken. Also es ist ein cooler Erfahrungsquader. Und wir haben eine Kaki-Frucht gefunden. Nimmt man auch Charonfrüchte, glaube ich. Und die schmecken echt lecker. Die gibt es auch bei uns in Deutschland. Die habe ich ewig nicht gekannt. Und die schmecken ein bisschen wie eine Mischung aus Apfel und Melone und sehen aus wie Tomaten in Orange. Schmecken echt lecker. Kaki-Früchte oder Charonfrüchte, ess die mal. Das ist total geil. Das schmecken wirklich, wirklich gut. Ja, ich rede hier von Obst. Ich möchte gern von Obst reden, also rede ich über Obst. Und wir klettern über Bäume. Und können nicht runterfallen, das ist voll idiotensicher hier. Ich kann nicht hier runterfallen. Ja, es ist Brinny-sicher. Blitzlicht! Was macht Blitzlicht? Okay. Ich glaube es... Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung, was es macht. Egal. Oh, fuck, man kann nicht auch nicht über diese Lücke drüber teleportieren.
Ich dachte, ich gehe da einfach rüber auf die andere Seite und töte sie, aber nix war mit der Idee. Yeah, das war okay. Ich bin aufgestiegen mittendrin auch. Das heißt, wir können unser neues Schwert, so ein neues Schwert ausrüsten. Das ist ein schon Schwert, oder? Kein Langschwert, sondern Schwert, oder? Ja, genau. 99 Angriff. Das ist besser als alles, was wir haben. Aber ich ersetze einfach mal das hier. Wirkung, neues Leben, was auch immer. Was geht hier? Nein. Das bekommen wir dann als durch einen Boss oder so. Das dauert noch ein bisschen. Oh ja, das auch. Du gehst aber da haben wir nicht genug. Doch, wir haben genug Seelen sogar. Wow, wo haben die ganzen Seelen her? Oh, ich sollte A drücken. Ja, haha. Geheimtechnik Orkan ist auch neu. Ja, wow. Okay, dann würde ich sagen, das dürften wir jetzt auch tragen können. Das hier war es, genau. 97 und es ist ein Langschwert. Dann ersetzen wir doch einfach mal das Langschwert hier. Dann haben wir gleich zwei neue Schwerter zum Testen. Cool. Einmal das mit der Spezialfähigkeit Kometen, dann das mit der... Wie hieß es? Orkan, glaube ich, war es. Was willst du denn? Wieso kann ich mit dir sprechen? Komm schon. Ein netter Geselle, der Himmelshund, ist also Himmelshund, keine Adel oder Falken, Dämonen oder so. Was will der Affe? Achso, na gut, dann gehen wir halt baden jetzt. Sexy Time. Okay, das ist glaube ich der Charakter aus dem zweiten Story-Strang. Der Kisuke oder Kisuke wahrscheinlich. Ja, netter Gesell, der Kisuke. Oder Kisuke. Wahrscheinlich spricht man es Kisuke aus, oder? Das heißt ja auch Sasuke und nicht Sasuke. Ah genau, das mag vielleicht viel vielleicht schockiert klingen, aber das U ist im Japanischen sehr oft stumm. Das heißt, die Leute denken, der Naruto-Charakter Sasuke heißt Sasuke, heißt er nicht, er heißt Sasuke. Ich hatte auch mal einen Freund in der Schule, der war Japaner, der hieß Yosuke. Es wurde auch Yosuke geschrieben. So, hier können wir speichern. Speichern, das tun wir doch. Und da haben wir auch unsere schöne Wolfs-Dämonen-Lady. Okay, dann weiter Richtung Hölle. Aber erstmal müssen wir durch die Wälder. Jetzt können wir mit der Gegner kommen. Ich würde gerne mal die neuen Fähigkeiten testen, die ich bekommen habe. Da wäre ich stark dafür. Ja, yeah, na also, geht doch. So, boah, Komet ist ja mächtig cool. Oh, aber ich glaube, es hat sehr viel Power gefressen vom Schwert, kann es sein? Oh ja, es frisst massig Power. Aber räumt halt auf dem ganzen Bildschirm auf. So. Und Orkan kann ich schon gar nicht mehr benutzen, weil ich so viel halt eben geblockt habe anscheinend. Ob das auch so ein Flächenangriff ist? Schauen wir gleich mal, wenn ich wieder genug Power auf dem Schwert habe. So ein paar Seelen einsammeln wäre ganz cool jetzt, so mit dem angebrochenen Schwert, passt schon. Nö, keine Seelen für mich. Und was geht hier jetzt? Himmelhunde! Macht ihren Schaden! Boah, das Schwert hat aber nicht viel ausgehalten. Und ich habe einen ordentlichen Batzen Schaden bekommen. Boah, ihr behinderten Viecher, was geht mit euch auf einmal ab? Komm schon, komm schon. Mach ihn fertig, hoch mit dir! Boah, die Flügel von ihnen und diese Federn, die sie schießen, sind der Hammer. Da sollen sie nicht mal diesen Feuerangriff machen, ist alles in Ordnung. Ich hoffe, dass die beiden Schwerter nicht sehr fragil sind, die ich habe. Die beiden neuen.
sehr schade. Ich habe ordentlich aufs Maul bekommen. Darum würde ich sagen, wir gucken mal hier rein. Und mampfen vielleicht so ein Ding, so ein Reisbällchen. 300. Ja. Perfekt. Nicht ganz voll, aber auf einem guten Maß jetzt. Oh wow, wir kommen in ein Gebiet, das ich nicht aussprechen kann, weil es so lang ist und der Name teilweise von der Flagge verdeckt ist. Es ist das Gebiet, irgendwas mit, oh Gott, es ist Yamashiro. Yama bedeutet Berg auf Japanisch, soweit ich weiß. Und Shiro heißt weiß. Also der weiße Berg. Oh, nice, Bambus bei Nacht. Yamashiro. Wie gibt dich über Kyoto? Ja gut, das wäre richtig, dann geht's hier in die Hölle runter irgendwo. Abgefahren. Ha! Zock, 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 zock. Wechseln wir mal auf das andere Schwert hier, das macht ein bisschen mehr Schaden. Wow, und wie es mehr Schaden macht. Yeah, Seelen, Seelen, Seelen. Geile Sache. Optimal. Würde ich sagen, ne? Tück, 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 Seelen, Seelen, Seelen. So nach... Oh. Samurai. Oh, fuck, fuck, fuck. Ja. Gebrochen, Bitches. Und Tigerpille für mich. Die muss man ein bisschen wegbekommen und auf die stärkeren Pillen bald umsteigen. Nach unten anscheinend. Also gut, dann mal los. Warum habe ich mich jetzt geduckt? Das war vollkommen sinnfrei. Da ist das Item. Und anscheinend gibt es da noch so eine heiße Quelle. Das würde mich ganz heilen, oder? Weil ich bin ja so ein bisschen angeschlagen. Dann gehen wir noch mal kurz hier zur Quelle. Schauen, was da für ein Charakter auf uns wartet. Schon wieder Kisuke. Geiler Fehler, oder? Ich verfolgt mich doch, anstatt ihr. Ah, warum ist denn sowas? Liest denn keiner die Texte Probe, oder was? Tja, gut, nach diesem entspannenden Bad würde ich sagen, machen wir einen Cut. Wir sehen uns gleich beim nächsten Mal wieder, oder? Bis gleich, bye bye.